Licht, Ernst, Mut, das sind die heiligen Säulen der Wahrhaftigkeit. Wer nach Ehre giert, vergisst zu dienen, Habsucht verhüllt der Seele das Licht. Ich bin der Allerletzte, der nach dem Platz trachtet, auf den du befohlen wurdest. Vielleicht wirst du eines Tages sogar verstehen, wovon ich rede. Bis dahin füge dich dem Schwert. Und nun richte deine Wut auf jene Kreatur des Dunklen dar. Na, der kommt mir gerade nicht! Und wie er kommt? Ich muss mal einen Schluck trinken hier. Ach, Ivo. Kann man den heilen? Kann man den nicht wie in anderen... Heilige Scheiße, macht der viel Schaden. Jungslos, es tut sich nichts. Leckt mich am Arsch. Das macht mich nicht gerade geil. Na gut. Nein, oder Moment. Ja, Moment, für was? Dass ich die Waffe wechseln kann, auf Klinge. Oh Gott, die sind schon wieder so mächtig. Nein. Wir wollen... Nein! Auch nicht! Schauen wir, was die Waffen so anrichten. Mann, nein! Nein! Was? Ich hab doch... Was? What? Was? Was ist das denn jetzt für ein Bug? Was war das denn jetzt? Nein, ich hab doch... Hä? Das muss ich mir nachher selbst noch mal anschauen. Hab ich da gerade eben mehrmals die Waffen gewechselt und so? Oder, das Menü ist verbuggt, ey. Hier sind Noobs, die keine richtigen eigenen Kampfsysteme machen können hier, ne? Was hab ich da? Sieg! Ich hab ihn tatsächlich besiegt! Wo ist der Pfuhl, dem diese Scheiße an den Stiel? Wo sind all die Menschen? Was ist denn nur geschehen? Wollen wir das wirklich heute noch herausfinden? Zum Glück, hab wieder Schild! Das ist immer so weiß! Was sind das für Knochen? Oh nein, ich kenne sie! Das müssen heitere sein! Jemand sonst hatte diese riesige Hinterteil! Es ist der richtige Moment, über den Tod zu lästern! Lästern, das ganze Dorf war stolz auf diesen Zuchtleistung! Heute uns wohl erst! Ach, vorbei! Ich hab hier gerade so Slowdowns. Was ist? Oh, was ist das? Scheint von ihnen nur wild worden zu sein. Armer Knecht, du warst schon immer in deiner Arbeit vertieft. Soll ich mal die Wunder seiner Sein an! Die stand mich vor einem Schlag! Bissel? Hat sich mein Tier am Kadaver vergangen? Hör auf, soll das Ganze sagen? Ich habe ihn selbst gekannt! Ich hab immer so Lecks. Was ist das? Hat diese Kreatur unser Vieh nur gefressen oder haben wir auch gerissen? Das zeigen sie ehrlich so an. Hostie, seh dich gut, du riechst es wunderbar. Er ist ein Türraum, er verschneiden soll. Herein. Zukunft und kann lesen konnte, würde ich willkommen zu einer kleinen Hütte wohnen. Aber vor allem, wenn er die Einfälle der Leute lenkt, war ich es lieber selbst. Im Schlafkammer, der Daumen hat die nächste Sorgen. Wie nicht? Aber diese Ecke muss schon. So. Es ist heran, Waldrater. Was erst nur als Ahnung auf dem Land lastete, nimmt mehr und mehr Gestalt an. Ich hab wahrscheinlich gleich wieder eine andere Stimme, aber egal. Was sprichst du? Seit du fort bist, erhebt sich etwas tief unten, noch jenseits des schwärzesten Wurzelwerks, muss es gelauert haben, und nun dringt es empor. Das Land echt gepeinigt, merkwürdig, dass ihr Menschen es nicht gehört habt. Wir sehen es! Überstoß kalte Schaben tun aus dem Boden hervor! Weißt du was darüber? Es materialisiert sich. Es?
ein dunkles Wollen, fahl und leblos und doch voller Drang. Ich kann nicht sagen, was es will, ich kann nicht sagen, wohin es drängt. Erspüre ich nur, dass es da war, und nun möchte es sich auch für euch unübersehbar bahnen. Streicht dabei Dinge mit sich, die für immer ruhen sollten. Ich war gekauft, die Wurzeln in die Tiefe zu senken, Valdrada. Hexenjäger, wie ähnlich. Hexenjäger, das ist es. Ich fühle gleich, dass es über den Wänden ist, dass mein Holz mit Brennen beklagt. Einer von ihnen ist hier. Ich werde ihn lehren, was heißt, einem Haus wie mir zu nahe zu kommen. Nein, nicht. Du darfst mir keine Akron. Die Hexenjäger haben mich in der Gewalt. Ein Schuft hat mich ihnen ausgeliefert. Mit Auto nah. Schlimme Nachricht. Schlimme Nachricht. Was man heulen? Verzeih, mein Schutz war nicht schnell genug. Weißer Faun! Ich bin gehölscht, das Tier ist flinkes Fleisch. Als der Widergänger mit den Nägeln an den Wänden kratzte, flog die kleine Eule davon. Ich war nicht schnell genug, als mit festen Wurzeln wie die Tür verschloss. Die Eule schlüpft doch hindurch. Das grässliche Wesen wollte hinein! Meine Wurzeln fester als seine Nägel. Was ich berge, ist schon scholzen Geschöpf sicher. Wenn die Eule nur etwas langsamer gewesen wäre. Du etwas schneller! Es ist das Holz des Hauses, das die Verbindung webt! Du weißt das doch! Hast du wenigstens gesehen, in welche Richtung mein Kleider flog? Dein Tier flog Richtung Moor, Valdrada, war klar. Auch das noch! Bis bald! Toll. Das hätte ich eigentlich wissen müssen, dass es Richtung Moor geht, ne? Halt, bleib zurück! Soll die Hilfe kommen, mein Hand? Hilfe von denen, wer etwas weiter selbst? Ja. Nö, brauche ich gerade nicht. Darauf komme ich nicht mehr. Ihr, was wollt ihr so in Zeit geht? Würde schwimmen, Kunolf, dann scheint es ja so gut zu gehen. Ist dein Haus halt wohl auf? Valdrada, du bist unverletzt. Und wie ist es für dich, Equin? Ich hoffe, es ist doch alles dran. Was, wie? Achso, aber vielleicht sollten wir das nicht vor Vater. Wach für den Jungen, nicht mal. Nicht mal. Valdrada, jetzt braucht ihr starkes Blut in Kopf und Arm. Ja, du kannst dir die Zeit nicht helfen. Pack deine Fremden und geh. Ja, soll das eine Herausforderung sein? Ein paar Untote, oh Gott. Gottchen. Ich will euch mal erklären, wie diese Kuschel funktioniert. Als ich mir fertig war, hat er nie wieder gemerkt, mir so zu langweilen. Hab ich gleich schon mal gelesen. Aber was soll's? Scheiß drauf. Machen wir den platt oder. Was sagt denn die Uhr? Ich hab nachher noch ein bisschen was vor. Überraschung! Fäulnis ist unschön. Toll! Das dauert auch viel zu lang. Klinge, nur leid. Geht auch nicht schneller. Oh Gott, das macht so viel Damage. Nicht weiter auf. Da ist die Zeichen teilweise nicht. Das ist doch scheiße. Ist das, dass ich aufnehme oder ist das Spiel irgendwie gebannt? Ja, das ist kaputt gemacht. Ganz schön kaputt. Egal, ich hab gleich gewonnen. Ob mich das doch, ob das Spiel kaputt ist oder nicht. Und Valdrada erreicht die nächste Stufe. Finde ich toll. Fähigkeit. Heilende Hahn, du 408. Das geben wir doch jedem mal. Yeah, ich hab voll die Pillen eingeschmissen. Guck mal, jetzt sind da Zauberkräfte. Ist das oben noch was Neues? Ja, ein Pilz, schon wieder. Das hat beim letzten Mal aber länger gedauert, bis der nachwuchs. Ist da etwa ein Fehler im Script-System?
Hat das Auftauen der Untoten damit zu tun? Oder liegt das einfach daran, dass er diese Woche mega sauer ist? Richtig, jetzt wenn die Zombies angreifen, fahren sie nicht mehr mit dem Auto, der Regen ist weniger sauer und ich fix das Zeug besser. Genau. Und hier sollte mal jemand Rasen mähen. Das ist ein guter Zeitpunkt, um mal wieder zu speichern. Wir kommen immer noch hier an diesen Beutel ran. Der lag offenbar schon, ist war länger da drin! Was bist du denn? Oh, guck mal an, ist der nicht niedlich? Ich muss die Waffe wieder wechseln. Ja, echte Männer machen das wie ich, ne? Also echte Männer wie ich machen das im Kampf natürlich, ohne nochmal zu laden, wie irgendwelche Versager das tun würden. Ich bin ein echter Mann, ich mach das mitten im Kampf, ich lade da nicht. Nein, wer kommen wir denn da hin, wenn man da laden würde? Das geht ja gar nicht. Jawoll, und... Da klopfen wir richtig an. Ich mach so mal richtig viel Schaden. Blitzschlag. Oh ja, ganz nett. Wahrscheinlich guckt gleich der Mega-Endboss und ich habe schon all meine Special Moves abgefeuert und so. Natürlich guckt gleich der Boss, wer sonst? 475, glaube ich, waren es. Warum entsteigen die unheiligen Wandernden ausgerechnet im Moor? Warum sind das im Friedhof? Sollen sie denn sonst einsteigen, Dummchen? Einsteigen! Was heißen? Erst der Tod ins Moor! Natürlich! Also beinahe! Was heißen? Die meisten sind tatsächlich tot, die werden einwerfen, nur Opferfist! Hinterwälder! Wenn dieser sogenannte Friedrich eifrig genutzt wurde. Schau dein eigenes vor, Jungchen! Großartig! Ich freue mich. Wirklich, ich freue mich. Du hast sowas schon mal gemacht, ja? Hast? Da fehlt ein S. Was hat ich noch eine Frage? Das Boot steht verkehrt herum. Was heißt dunkle Schabe? Schon von der kurzen Bootsfahrt. Echte Kenner fahren so. Und jetzt Ruder online, lose. Ich wollte noch gar nicht wegfahren. Auto der Regel 74. Geh sparsam mit Kram um, der hilfreich rumlegt. Kann ich da wieder zurückfahren? Gut, gut, gut. Frisches Blut! So, den nehmen wir noch mit. Der Priester, geh doch nur her! Er scheint Glück gehabt zu haben! Zieh doch, er kommt wieder zu sich! Brunn, deine Welt hat sich immer noch nicht an Wiedergänge gewöhnt! Für den Güldenen. Und ich habe wieder mal die falschen Waffen! Ach, ist das Leben nicht toll? Wer hat sich diesen Mist ausgedacht? Waffenwechsel. Oh, wir müssen kreative neue Ideen einbringen. Oh, wir können Waffenwechsel einbringen. Verdammt, ihr Games nicht so erfolgreich, weil ihr neue Ideen einnimmt, sondern was die alten immer wieder bis zum Gehlichten ausquetscht. Ihr wollt dann noch mal ein Beispiel. Ein Beispiel. Dein Glück, dass du jetzt nicht Valdrada angegriffen hast, sonst wäre ich echt böse geworden. Jetzt stirb! Ich hasse dich. Stirbst du nicht. Ich hab's kommen sehen, dass das passiert. Ich hab's einfach gewusst, dass das passieren musste.
Was habt ihr davon, dass man ihn nicht heilt? Ja, der Kerl! Was soll der Nase haben zu führen? Heiligenbaum des Dorfes. Niemand kann sich an Geschichte aus einer Zeit erinnern, als der Baum noch nicht gestanden haben soll. Er ist alt. Sehr alt. Und jetzt machen wir alles aus dem Brennholz. Ich war auch immer rückwärts mit meinem Auto. Noch mal in der Wirtshaus gehen, ne? Achso, kann ich sagen. Gut. Ja, ja. Das Lutscher-Eis. Bäh! Was ist das für eine stinkende Scheußlichkeit? Also, Filz, weißt du, wie vor vielen Jahren ein Mann ins Dorf kam, der uns Kinder diese Stinker sammeln ließ. Wir lagern uns sammeln und stangen danach, als wäre mir ins Maul gefallen. Wir kamen uns nur ein paar Münzen. Ich will auch erfahren, wie viel der Mann für die Pilze bekommen hat. So ein Betrüger, was sagst du dazu? Also sind die Dinger wertvoll! Also ich teile die Stinger nicht, nur ich finde. Und du findest erstmal jemanden, der das Zeug abkauft. Ach, ich lass mich raten, ich muss da rüber. Achso. Gott, das war ja einfach. Boah, die sind ja echt überall. Wollt ihr dauernd von mir? Ich hab keine Süßigkeiten. Ist ja nerviger als die Kinder aus der Nachbarschaft. Was für Süßigkeiten? Dürfen wir wieder mal mit einem echten Hasen spielen? Hast du auch noch deine Lutscherstange? Das klingt jetzt irgendwie pervers. Ziel erreicht. Ja, komm schon. Ich hasse diese aufladbaren Dinger, Kampfsysteme. Das Einzige, was noch schlimmer ist, ist Echtzeit-Kampfsysteme des Makers. Gott! Deswegen habe ich auch Dreamland nie durchgespielt, was ich glaube ich schon ein paar Mal erwähnte. Und er ist tot. Soll ihm vielleicht mein Charakter heilen? Nein! Was weiß ich, betäubt, geistig abwesend. Guck mal, bunte Sterne. Oh nein, du bist weiß. Oh, er ist tot. Ich liebe es. Und tschüss. Nein, sie lebt noch. Tschüss. Ja, wir sonnen uns im Moor, wenn's regnet. Verloren. Egal, das ist ein guter Zeitpunkt, um das Let's Play zu beenden. Nein, die Aufnahmesession zu beenden. Yeah! Das war's für heute. War mal wieder total schlecht und so, ne? Egal! Auf Wiedersehen!